In Nordnorwegen war endlich der Sommer angekommen. Deshalb wollten wir die Lyngenalpen auch mal bei Sonnenschein genießen. Im letzten Jahr präsentierte sich diese tolle Gegend nur in Dunkelgrau. Es war wirklich nicht geplant, aber wir entschlossen uns dann, die Mitternachtssonne am Nordkap erleben zu wollen. Die Wettervorhersage schien dafür günstig. Was uns alles widerfuhr, seht ihr in diesem Video. Der neue Tag wechselte dieses Mal nicht die Farbe. Alles blieb konstant freundlich und die Wettervorhersage versprach auch keine Änderungen in den nächsten Tagen. Wir waren wie ausgewechselt und unsere Reisepläne formatierten sich zu einem neuen, kühnen Plan. Wir änderten unseren Generalkurs wieder auf Nord. Juhu! Unsere norwegischen Campingnachbarn von gestern kamen vom Lyngenfjord. Das war die zündende Idee und die 150 Kilometer bis dorthin sollten eine entspannte Fahrt darstellen. Die Fahrt verlief reibungslos und der blaue Himmel und der strahlende Sonnenschein ließen die herrliche Landschaft erblühen. Einfach oberherrlich. Anvisiert war der Campingplatz vom letzten Jahr, Olde Elf Camping in Skibotn. Es begegneten uns viele Wohnmobile und Wohnwagengespanne. Die Saison hatte begonnen. Der Campingplatz Olde Elf war dann auch bereits voll, als wir ankamen, und so fuhren wir einfach weiter und konnten von der Landschaft am Lyngenfjord nicht genug bekommen. Zum Abend hin wurde das Licht noch viel schöner und weicher. Wir waren total froh und entspannt und unser Gespann zog uns immer weiter Richtung Norden. See what I've done, let it go to
am Rotsund fanden wir dann einen kleinen süßen Campingplatz, der von einer sehr netten älteren Dame bewirtschaftet wurde. Dieser Tag war wunderschön. Neben uns zeltete eine junge Frau, die tags zuvor vom Nordkap herunterkam. Sie berichtete von der tollen Atmosphäre und der Mitternachtssonne am Kap und damit stand unsere weitere Reiseroute fest. Es waren ja nur noch 400 Kilometer. Und dieser Entschluss fühlte sich so was von richtig und gut an. Nebenbei bemerkt, heute war unser Hochzeitstag und das sollte ein ganz besonderes Geschenk sein, welches wir uns damit machten. Mit einer riesigen Vorfreude machten wir uns auf den Weg Richtung Kap. Das erste Highlight war die Fahrt über das Kvænangsfjället. Dieses Mal konnten wir die Aussicht mit viel Zeit und sogar in T-Shirts genießen. If I wrote you
Der Langfjord vor Alta bot eine tolle Kulisse für eine schöne Mittagspause. If I wrote you a poem, if I posted a letter. Is it maybe because I never knew quite where I was and Und später, als wir auf der E6 durch Alta fuhren, staunten wir über die Anzeige des Außenthermometers. Wir konnten nicht glauben, dass wir in Nordnorwegen sind. Nach Alta durchquerten wir das Sennalandet, ein karges, weitläufiges Gebiet, wo das samische Volk seit Jahrhunderten lebt. Die Sami haben ihre eigene Sprache und Kultur und leben noch heute überwiegend von ihrer Rentierzucht. If I got every word perfectly weighted on a thin piece of Im letzten Jahr funktionierte dort leider unsere Kamera nicht. Umso mehr Gelegenheit hatten wir jetzt, diese außergewöhnliche Landschaft mit den unendlich langen Straßen zu filmen. Die lange Fahrt über diese endlosen Weiten ermüdete uns ziemlich. Und so rasteten wir am späten Nachmittag irgendwo im Sennalandet und freuten uns am mitgebrachten Kuchen und frisch gebrühtem Kaffee. Thank you.
Frisch gestärkt ging es nun on the road again. Schon bald erreichten wir die Ortschaft Olderfjord und damit den Porsanger Fjord. Ihr erinnert euch, hier beginnt die E69, die nach 129 Kilometern am Nordkap endet. Schon bald sahen wir die ersten Rentiere an der Straße und die Sonne tauchte alles in ein angenehmes Licht. Wir waren wieder auf direktem Kurs zum Nordkap und das innerhalb eines Jahres bereits zum zweiten Mal. All das fühlte sich so unglaublich gut an, das lässt sich einfach nicht in Worte fassen. Alles wirkte so vertraut und zugleich auch so unwirklich. Teilweise glaubten wir zu träumen und im nächsten Moment wurde uns wieder voll bewusst, nein, wir sind wirklich hier unterwegs zum Nordkap, dem Sehnsuchtsziel des letzten Jahres. Ach was, nicht nur das Ziel des letzten Jahres, das Nordkap hatte auch nach unserem Besuch vor 9 Monaten nichts an seiner Faszination verloren. Schon vom Festland aus sahen wir eine Wolkenwalze auf der anderen Fjordseite und der Nordkapinsel aufziehen. Und dann tauchten wir in den höheren Lagen im zähen Nebel ein. Oh je, nicht schon wieder! Glücklicherweise war das nur auf wenige Abschnitte beschränkt, aber hier oben kann man sich nie so ganz sicher sein. Dann kam der Nordkap-Tunnel und schon waren wir zum dritten Mal auf der Nordkap-Insel. Es war ein Gefühl, wie wieder nach Hause kommen. Und hinter Honningsvåg schlug der Nebel gnadenlos zu. Matthias war aber sehr zuversichtlich, dass wir in den Bergen durch die Wolken stoßen würden und eine freie Sicht hätten. Er sollte Recht behalten. Auf dem Parkplatz am Tufjord fanden wir eine fantastische Bleibe für die Nacht. So toll hatten wir noch nie eine Nacht verbracht. Kann denn ein Hochzeitstag schöner verlaufen?
Das waren zauberhafte Nachtstunden. Wenn man hier überhaupt von Nacht reden kann, denn es wurde weder dunkel noch ruhig. Fahrzeuge jeder Art waren ständig in beide Richtungen unterwegs. Die letzten 15 Kilometer zum Nordkap waren ein Genuss. Alles war sehr stimmig und traumhaft schön. Der dichte Nebel kurz vorm Ziel erschreckte uns nur kurz. Denn dann wurde es, man könnte fast sagen, episch. Wir sind angekommen, wir stehen. Worte können unsere Empfindungen nicht annähernd beschreiben. Deshalb lassen wir nun die Aufnahmen der folgenden Stunden am Nordkap für sich sprechen. Trust in all that well. You measure all in what you own. You don't worry about your health, but you do fear being left alone. You may double your guards. By your side, and it's time to set it straight. No more talk about your fast life. If you want it, then you have to wait.
a secret well kept. But everyone knows. You try to keep it so still, but the wind blows.